Jo Leute und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silphi. Ihr seht etwas, was ihr eigentlich nie bei mir seht. Und das ist, dass meine Taschenlampe gerade auf dem Handy immer noch an ist. Nee, und zwar zocke ich Evelyn Jungle. Ist ja nichts Neues. Aber mit Dark Harvest. Ich frage euch jetzt bestimmt, Silphi, warum zum Fick Dark Harvest? Wenn ich es selbst wissen würde, würde ich es euch sagen. Keine Ahnung, ich dachte mir irgendwie, ah, die Gegner haben Tanks. Und ich mag keine Tanks, aber sie haben Squishies. Ich mag Squishies. Warum nicht Dark Harvest mitnehmen? Und versuchen hier die ganzen Stacks zu gönnen. Gucken wir mal nach, was ihr kennt ihr denn mit dabei? Ja, wahrscheinlich Top Lane viel. Wobei, brauche ich erstmal ein Level 6. Ne? Das ist so ein kleines bisschen mein Problem. Ich kann vor 6 echt nicht viel machen. Ja, und Face Rush ist doch auch normal auf Cassio oder nicht? Vor allem, mir fällt auch, ich sehe gerade keinen Anzieht Spellbook. Ah, da hat das der Nerf wohl gebracht, ne? Don't feed early, I'll carry you late. Draven late game champ? Habe ich was verpasst? Can you give me one? Frag mich mal, ob er mir eine Q geben kann. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wisst ihr, die haben Tristana Botlane, er redet über das Late Game. Yeah, I forgot Trist doesn't scale at all. Don't worry. Ich meine, es ist nice, dass er Confidence hat, ne? Keine Frage. Aber jetzt ist er delusional. Wenn er zu mir echt, wenn er mir echt verklickern möchte, dass er eine Tristana outscaled, Leute, dann nehme ich seinen Lörres in den Mund. Bro? Nee, tot. LOL! The fuck? Okay Leute, ihr schießt nicht Baba Draven. Ist aber auch echt ballsy von denen. Weil das Problem ist, Jenna-Spieler skillen mittlerweile ihren Dingens auf Level 1. Ihre W. Lol, sag ich, ich hab einen Buff genommen. Ihre W auf Level 1, wodurch sie scheiße viel Damage haben. Weil ich glaube, vielleicht irre ich mich gerade. Aber kriegen sie nicht durch W auf Level 1 den On-Hit-Damage? Na toll. Mein Jungle ist im Arsch. My Blue is gone. Auf jeden Fall seine Crux holen, die sind nicht da. Wir müssen uns jetzt ein bisschen anpassen. Sechu wird sich Richtung Botzeit jungeln. Sechu Bot Inc. Sag ich nochmal Bescheid, bevor meine Leute hier anfangen zu tilten. Basen, verdammt. She is on blue. Oh, come on, boys. So, ich spiele auch mittlerweile mit Dingen Smite. Mit Red Smite als mit Blue Smite. Blue Smite ist zwar recht nice, ne? Hab ich nichts gegen, schön gut. Aber der Vorteil ist beim Red Smite einfach nochmal der extra Damage. Und es ist halt auch echt nicht wenig. Es ist halt legit nicht wenig. Ich cover gleich nochmal Botlane mit einer Ward. Ja, da ist er. Okay, nice, sie verpisst sich. Oh, dass der Blue-Buff weg ist, ist immer. Das tut halt richtig weh.
kann mir denken, dass sie außen rumgeht. Und mir jetzt gerade meine Raptors klaut. Zumindest würde es mich nicht wundern. Ich pinkwarte hier oben nochmal relativ defensiv, weil ich vor 6 einfach echt nicht viel machen kann. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Runden brauchen. Das vor 6 ganken ist ja echt super schwer. Oder was ist jetzt reingegangen? Ich kann noch bestimmt Richtung Bot moven. Die haben keine Sams. Ne, hier mache ich nichts. Ne, ich verschwende hier gerade nur Zeit. Oh, ich überlebe das sogar. Perfekt. Good fucking job, boys. Stay to top. Gut, dann nehmen wir das mit und das. Das gucken wir nach. Es besteht die Chance, dass mein Gromp auf jeden Fall weg ist. Die ist auf jeden Fall extremst hoch. Aber Leute, das Game hier ist echt nicht so schnell gewonnen, ne? Klar, ich habe einen Draven. Ne? Wir wissen alle genau, Draven ist ein fucking Beast. Wenn er mal, besonders wenn er sein Lied bekommt. Da ist sie. Scheiß Hure. Die Seele hat mir das gezeigt. Mein W habe ich da jetzt nur so drauf benutzt, um den Ding zu procken. Den Slow nochmal. Okay, sie hat bei ihrem Rap-Off angefangen. Okay, kein Knicken. Die wissen, dass ich hier in der Nähe bin. Beziehungsweise die wissen, dass ich hier in der Gegend bin. 6 after red. I feel their looks like hot breath. They feel my claws like hot knives. Hat er den bekommen? Ne. Aber hey, er ist nicht gestorben. Ich sagte, hey, er ist nicht gestorben. Scheiße, ich gehe auf Bot eine Runde. Egal, wie hätte er nicht hingehen sollen. Weil sie ist tot. Ja, la, kann sie haben. Ist mir egal. Oh, das Gold hier snacke ich mir auch nochmal mit. Da sage ich legit nicht nein zu. Lol, ist er jetzt getiltet davon? Kann er haben. Da habe ich auch schon gar nicht weiter mehr auf Q drauf gedrückt. Yo, Bro, es ist mir scheiße, ob dein Ulti ab ist. Hilf mir. Interessiert sich wohl keiner dafür? Komm, ey, wenn ich das alles schon getankt habe, tanke ich den Rest jetzt auch noch. So viel nimmt sich das gar nicht.
Da das Dark Harvest hat mir noch keinen Damage gebracht, ne? Okay, ich gehe auch gar nicht davon aus, dass das Game hier so als Snowball werden. Aber jetzt kann ich aber selber mein eigenes Ding machen. Bin jetzt eine starke, unabhängige Frau, weil das sollte jetzt mal ein fertiges Jungle-Item sein, oder? Ja, das ist es. Im Normalfall seht ihr ganz oft in meinen Gameplays, dass ich mir nochmal einen Revolver kaufe. Der Grund aber für den Revolver ist einfach nur, es ist billiger als das Jungle-Item an sich. Und es hat auch dementsprechend relativ guten Schaden. Ich meine, wie viel Damage hat der Scheiß? 75 Damage. Ja, 75 Damage. Ist jetzt nicht ganz so viel. Aber Revolver hat halt gerade. Okay, kann ich nachgucken. Schon wieder, du dreckiges Mischstück. Oh, wow. Das hat jetzt aber mal richtig reingescheuert. Oh, oh, die bekomme ich nicht. Nein, die bekomme ich nicht. Schade. Vielleicht etwas, eifrig von mir, würde ich mal so sagen. Das ist das richtige Wort. Nee, etwas sehr optimistisch von mir. Aber es ist okay. Man scheiß mal drauf. Ist ja nur mein Flash, Leute. Oder wenn das Kenny mit denen jetzt auch noch sterben würde, wäre das sogar actually nice für mich. Okay, yalla, weg mit mir. Ich wollte jetzt nur noch mal die Seele haben. Ich weiß nicht, einige Mal, also ich weiß noch, als ich diesen Patch-Rundown gemacht habe, vor der vorletzte Patch, ja. Da meinte irgendjemand, oh, Sylphie, die Evelyn nerfst du doch voll groß, du verlierst voll viel prozentualen Schaden, dies, das. Ja, der prozentuale Damage ist nur wichtig, wenn ihr gegen Tank spielt. Also, wenn ihr eure Combo auf den Tank drauf macht. Bei allem anderen ist es nur so. Ja, wie viel Damage. Warte mal, er hat kein Ulti. He has no R. Ist er weggegangen? Ne, Citrus hier. Ich hab eigentlich scheiße. Ah, warte, wir haben die Tau doch bereits abgeholt. Ich hab eigentlich scheiße viel Gold. Eigentlich sollte ich hier gar nicht sein. Nice. Hab kein Flair! Oh, look. Egal, die kommt nicht weg. It's better in the dark. Nice, so dreckige Forze. Ja, meine ich halt, ab dem Moment, wo ich mein Jungle-Item fertig habe, kann ich mein eigenes Ding machen. Da brauche ich nicht unbedingt beim Draven zu sein. Es war ein smarter Move von mir, ne, bei meiner starken Lane zu sein, aber sonst brauche ich die gerade einfach nicht. Ich farm aber echt extrem scheiße. Mal kack mal drauf. Wir machen einfach bei der Fiesta mit. Es ist ja sehr ungewöhnlich für mich, mal scheiße zu farmen, es sei denn, ich krieg übelst hart aufs Maul. Aber yalla, Leute, machen wir Ausnahme. So, nochmal den hier mit. Für ein bisschen mehr extra Burst. Ne, es ist halt recht nice. Ich kann meinen Revolver proc ich für. Hallo, Revolver? Lass mich mal lügen. 500 Eier.
Ich hätte jetzt ja 70 gesagt, ne? Für 85 Damage. Nochmal hier ein extra Prop mit Damage. Zack, zack, zack. Alles andere, was ich habe. Ah, cool. Oh, noch ein Infernal. Oh, das ist sexy. Dark Harvest natürlich. Ey, ich habe aber die Stacks. Das passt gerade mit dem Timing her. Rudolf the Red-Nosed Reindeer has a very shiny nose. Das find ich sexy mit der very shiny nose. Und die Gegner FFN. Dabei spiele ich Evelyn. Leute, ihr dürft meine Musikskills von 1 bis 10 raten. Und wenn er nicht mindestens eine 11 steht, dann werdet ihr heute 200 Elo verlieren. Ja, Leute, das ist was mit dem Gameplay. Ja. Ich will euch einfach nur zeigen, mit diesem Gameplay, dass ich eine unabhängige, starke Frau sein kann, die sich nicht von ihrem Daddy hin und her schubsen lässt. Ich bin dann aber auch erstmal weg. Tschö, tschö. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal.